Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich muss schon sagen, diese Debatte lässt einen fast sprachlos zurück. Herr Minister, wenn Sie von Dämonisierung und Desinformation sprechen, dann möchte ich Sie daran erinnern, auch wenn Sie das alle überhaupt nicht hören können, was Sie den Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren angetan haben, wie Sie diejenigen Kinder und Jugendlichen dämonisiert haben, Sie und Ihre Vorgängerin, die sich nicht an die Corona-Zwangsmaßnahmen gehalten haben, meine Damen und Herren. Und ich möchte Sie auch daran erinnern, wie Sie die Bevölkerung desinformiert haben über die Gefährlichkeit dieses Viruses und wie Sie die Bevölkerung permanent desinformieren über die illegale Masseneinwanderung in unser Land, Herr Minister. Sie stehen dem, was Sie uns vorgeworfen haben, in nichts nach. Und ich möchte mich auch Herrn Dr. Berndt anschließen. Wir reden dieses Land nicht schlecht. Wir reden Ihre Politik auch nicht schlecht, denn Ihre Politik ist schlecht, meine Damen und Herren, und sie schadet unserem Land. Und ich finde es auch besonders makaber, Frau Augustin, wenn Sie von der CDU nach 4,5 Jahren wirklich schlechter Politik für unsere Kinder, Schüler und Jugendlichen jetzt eine Aktuelle Stunde anmelden, genau zu diesem Thema, und nach 4,5 Jahren, kurz vor knapp, uns allen hier im Landtag, nachdem wir wissen, dass wir nur noch 2 Plenarsitzungen haben in dieser Legislatur, einen 200-seitigen Entwurf zum Kinder- und Jugendschutz vorlegen, meine Damen und Herren, der jetzt ein paar Forstritt durch die Ausschüsse nimmt und wir dieses Thema überhaupt nicht im Detail bearbeiten können, meine Damen und Herren, oder Sie wollen es uns einfach erschweren. Und das ist nicht richtig. Aber lassen Sie mich mal den ersten Paragraphen vorlesen Ihres Kinder- und Jugendschutzgesetzes, denn der hat es ja in sich. Ich zitiere Paragraph 1, Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Brandenburg. Allein der Titel ist schon super. Das Land Brandenburg ist ein Kinder-, Jugend- und familienfreundliches Land. Soweit die Träumerei. Welches sich der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, der Toleranz und der gesellschaftlichen Vielfalt verpflichtet. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen mal zeigen, wie kinder- und jugendfreundlich dieses Land nach 4,5 Jahren SPD-Bildungspolitik ist. Fangen wir doch mal an mit den kinder- und jugendfreundlichen Maßnahmen zur Corona-Zwangsmaßnahmen. Sie haben die Schulen geschlossen. Sie haben die Kita geschlossen. Sie haben Sportplätze geschlossen. Sie haben Spielplätze geschlossen. Sie haben Kinder nicht in die Schule gelassen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Adipositas-Fälle in unserem Land zunehmen. Sie haben dafür gesorgt, dass unsere Kinder nicht mehr lesen, rechnen und schreiben können. Sie haben dafür gesorgt, dass Kinder psychologische Probleme bekommen haben. Und bis heute, und dafür schämen Sie sich nicht einmal, haben Sie es nicht geschafft, den schulpsychologischen Dienst aufzustocken. Das heißt also, Sie bekämpfen nicht mal die Auswirkungen Ihrer Maßnahmen, die Sie den Kindern angetan haben, meine Damen und Herren. Das ist wirklich schäbig. Und dann lassen Sie mich mal ein paar Beispiele anbringen, die das Ganze vielleicht noch ein bisschen plastischer machen. 20.08.2020. Wir gehen mal ein paar Jahre zurück, denn die Gegenwart ist ohne die Vergangenheit ja nicht zu erklären. Ein 12-jähriger Schüler an der Oberschule Wünsdorf hatte eine defekte Maske und wurde aus dem Bus geschmissen. Dieser 12-jährige Schüler stand dann draußen an der Straße und konnte nicht zur Schule gehen wegen Ihrer Corona-Zwangsmaßnahmen, wegen Ihrer Desinformation, Herr Minister, und wegen Ihrer Panikmache und wegen Ihrer Denunziation Andersdenkender, meine Damen und Herren. 1.12.2020. Abführung eines Schülers vor den Augen der Lehrer und Schülerschaft durch Polizeibeamte. Diesmal nicht wegen eines Schlumpfvideos, sondern weil er eben keine Maske tragen wollte. Herr so viel zu Kinder- und jugendfreundlicher Politik. Würden Sie sich vielleicht wieder auf das Gesetz beziehen, das heute in erster Lesung behandelt wird? Frau Präsidentin, ich möchte Sie daran erinnern, dass wir eine Aktuelle Stunde zum Thema Kinder- und Jugendschutz haben. Das sollten Sie vor Augen haben und die Tagesordnung kennen. Vielen Dank, ich führe jetzt fort. Gehen wir weiter. 6.9. Das Informationsschreiben mobiles Impfen an Schulen im Landkreis Barnim vom Landrat Daniel Kurt, SPD, meine Damen und Herren, so viel zu dieser damaligen Verschwörungstheorie eines Impfzwangs. 7.2. Testpflicht für Kinder in Kindertageseinrichtungen, selbst für kleine Kinder. Und meine Damen und Herren, wer das als freiheitliche und kinderfreundliche Politik bezeichnet, der hat den Schuss nicht gehört. Und dass Sie von der SPD, von den Grünen und von der CDU das alles vergessen wollen, das ist mir klar. Aber wir vergessen nicht, meine Damen und Herren. Kommen wir zum Kinderschutz in den Kindergärten. Fall eines 4-Jährigen mit der Sexualpädagogik der Vielfalt. Erst kürzlich hier im Landtag gehabt. Es wurde in Michendorf an einer Kita ein sogenannter Körpererkundungsraum eingeführt. Die Sexualpädagogik der Kindheit geht übrigens auf Pädosex, auf einen Pädosexuellen zurück, meine Damen und Herren. Und diese SPD und dieser Bildungsminister unterstützen die Sexualpädagogik der Vielfalt.
Die Jungs wurden in dieser Kita animiert, Lippenstift aufzutragen, Stöckelschuhe anzuziehen und Röcke zu tragen. Der Junge war daraufhin traumatisiert und die Eltern berichteten auch hier im Landtag uns, meine Damen und Herren, dass er auf einmal nach Hause kam, den Eltern in den Schritt fasste und überhaupt nicht mehr wusste, was eigentlich ordentlich und was richtig ist, meine Damen und Herren. Frau Hildebrand von der SPD erklärte das, ich zitiere, das ist sexuelle Bildung. Nein, meine Damen und Herren, das ist krank, das ist keine sexuelle Bildung, das gehört sicherlich nicht in unsere Kitas. Und ich gebe Ihnen meinen guten Rat. Fangen Sie mal mit Ihrer sexuellen Früherziehung an in einer Kita in Neukölln, in einer Kita in Offenbach, in einer Kita in Stuttgart, meine Damen und Herren. Da kann ich Ihnen sagen, welche Eltern dort Sturm laufen werden gegen diese krankhafte Politik. Ende Februar 2024, noch gar nicht so lange her, Vorwürfe gegen drei Erzieher in einer Kita in Blankenfelde-Marlow wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs von Kleinkindern. 14.03., noch weniger lange her, meine Damen und Herren, bekannt wurden, werden von Vorwürfen gegen Mitarbeiter in einer Luckenwalder Kita betrifft die mutmaßliche Gewalt gegen Kindergartenkinder. Und wissen Sie, was dort angeführt wurde? Es war ein Bericht über massiven Personalmangel an der Kita. Und das wohl schon ziemlich lange. Und dieser Erziehermangel begünstigt, wer hätte es gedacht, die Überlastung, den Frust, der dann an den Kindern ausgelassen wird. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wer ist eigentlich schuld daran, dass wir diesen Personalmangel in unseren Kitas haben? Dieser Minister hier, meine Damen und Herren, der übrigens auch zur Kenntnis genommen hat und uns berichtet hat, dass 10.000 Erzieher bis 2028 dieses Land verlassen. 10.000 von über 20.000 Erzieher, meine Damen und Herren. Wo wollen wir diese Fachkräfte herkriegen? Sie haben keine Lösung bis heute vorgelegt. Da brauchen Sie hier nicht vom Kinder- und Jugendschutz reden, wenn Sie es nicht mal an den Kitas gebacken kriegen. Dann kommen wir zum Kinder- und Jugendschutz und Kampf gegen Rechts an den Schulen. Sie sind ja ein Freund des Grundgesetzes und weil Sie das Grundgesetz so unfassbar toll finden, müssen Sie jetzt überall sogenannte Extremismusparagraphen reinschreiben, weil das Grundgesetz Ihnen offensichtlich doch nicht ausreicht, meine Damen und Herren. Und dieser Extremismusparagraph führt nicht dazu etwa, dass zukünftig Extremisten an unseren Schulen gefasst werden. Nein, meine Damen und Herren, er führt dazu, dass Mecklenburg-Vorpommern kein Einzelfall bleibt, sondern tagtäglich Normalität an unseren Schulen. Schüler sollen denunziert werden, sollen von den Lehrern angeschwärzt werden und es soll Ordnungsmaßnahmen statt Erziehungsmaßnahmen geben. Allein wenn Sie zukünftig einen Stift der AfD im Unterricht benutzen. Es ist also auch eine ganz klare Kampfesansage gegen eine legitime Opposition. Und wer das tut, der braucht von Grundgesetz nicht sprechen. Meine Damen und Herren, Sie schaffen... So, meine Damen und Herren, jetzt stellen wir erstmal wieder Ruhe hier, denn wir können uns gar nicht mehr zuhören. Ganz kleinen Moment bitte. Einen Moment, Herr Abgeordneter Holoch, wir warten noch, bis sich der Raum etwas beruhigt. Und bitte fahren Sie fort. Sie schaffen durch Ihren Extremismusparagraphen im Kinder- und Jugendschutzgesetz oder im Schulgesetz eine Atmosphäre der Angst, der Unfreiheit und der Unterdrückung. Und deswegen klagt die AfD-Fraktion vor dem Landesverfassungsgericht genau gegen diesen Paragraphen. Sie politisieren unsere Schulen, anstatt dafür zu sorgen, dass sie Bildungsstätten sind, in denen unsere Kinder was lernen und sich frei entwickeln können, meine Damen und Herren. Das hat nichts mit Kinderschutz zu tun, das hat etwas mit Unterdrückung und dem Nichtwollen von Kinderschutz zu tun. Sie, meine Damen und Herren, wollen aber auch auf Bundesebene genau das nicht ermöglichen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Herr Abgeordneter? Ja. Bitte, Frau Abgeordnete Hildebrand am Mikrofon 3. Danke. Ist Ihnen bewusst, dass hier Kinder und Jugendliche gerade Ihrer Rede lauschen, die vielleicht die Erwartung hatten, etwas über Kinderschutz zu hören und die von Ihnen hören müssen, dass sie nicht lesen und schreiben lernen, die von Ihnen von der Corona-Pandemie hören müssen und die vielleicht irgendwelche Ideen erwartet hatten und stattdessen kommt nur Hetze? Ich danke Ihnen für die Frage, Frau Hildebrand, weil es gibt mir die Gelegenheit, zu den Schülern mal direkt zu sprechen. Also wenn ihr merkt, dass ihr an euren Schulen zu wenig Lehrer habt, wenn ihr Probleme mit den Corona-Maßnahmen hattet, wenn ihr merkt, dass ihr zu viel Lernstoff aufholen müsst, dann wendet euch an diesen Mann. Und dieser Mann ist dafür zuständig, dass diese Probleme gelöst werden. Aber, und die Frage soll sich jeder selbst beantworten, ist in den letzten 4 Jahren unser Bildungssystem und sind die Kitas besser geworden oder schlechter? Ich kann Ihnen die Antwort geben, sie sind schlechter geworden und alle Vergleichsstudien, Frau Hildebrand, die belegen das auch und das wissen Sie, das ist keine Hetze, das ist die Anerkenntnis von Fakten. Aber damit haben Sie von der SPD ja ein Problem bekanntermaßen. Und um das Ganze abzuschließen,
Sie hören ja nicht mal auf Landesebene damit auf, Unsinn zu treiben. Ihre Genossen und Ihre Genossen im Geiste, auch bei der CDU, die machen auf Bundesebene munter weiter. Und zwar das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Da sollen minderjährige Kinder ab 14 Jahre entscheiden können, bin ich heute Mann, bin ich Frau, bin ich sächlich, bin ich ein Schrank, was auch immer. Das ist nicht kindeswohlstützend, meine Damen und Herren, das ist kindeswohlgefährdend. Und das ist vor allem familiengefährdend. Das Cannabis-Gesetz auf Bundesebene übrigens genau das Gleiche. Dort gibt es Experten, die ganz klar sagen, dass das für die Gesundheit von Kindern massiv gefährlich ist, was dort kommt. Kinder- und Jugendärzte warnen davor. Wo ist da die Beachtung des Kindeswohls? Sie ist nicht vorhanden, meine Damen und Herren. Und ganz zum Schluss möchte ich Ihnen sagen, durch wen eigentlich oder durch was die größte Gefahr für unsere Kinder in diesem Land ausgeht. Die größte Gefahr für unsere Kinder und für meine Tochter geht von Kriegstreibern in diesem Land aus, die bei den Grünen im Bundestag sagen, die Deutschen sollen nicht kriegsmüde werden, die bei der CDU sagen, wir sollen noch mehr Waffen liefern und diese Kriegsspirale antreiben, meine Damen und Herren. Wenn die Eltern unserer Kinder irgendwann in einen Krieg gezogen werden, den sie zu verantworten haben, meine Damen und Herren, dann weiß ich auch nicht, wie Sie das noch rechtfertigen können. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.